Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute haben wir wieder ein Video für euch mit Victoria an meiner Seite. Hallo. Wir zeigen euch die neuen Düfte bei uns im Shop, angefangen bei 39 Euro bis hin zu 500 Euro. Von daher bleibt gerne dran und wir legen jetzt direkt los. Falls euch der Content gefällt, ja, bitte lasst gerne ein Abo und ein Like da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen und so verpasst ihr auch nichts mehr. Wir starten jetzt mit dem ersten Parfum. Welches ein bisschen teurer ist, und zwar ist das Thea von Tiziana Terenzi in diesem wunderschönen Flakon. Das ist jetzt neu rausgekommen. Richtig. Extrem schwer. Seastar Collection, ja. Von Tiziana Terenzi. Hat wahrscheinlich was mit diesem Seestern hier oben zu tun. Ich kann mal vorlesen, was für Inhaltsstoffe wir da drin haben, also was für Noten. Wir haben einmal Orange, Moschus, Jasmin und Eichenholz, dann als Wert. Lecker! Du machst immer so. Ja. Okay. Dann als Herznote Birne. Habe ich auch noch nie irgendwo drin gehabt. Tatsächlich. Stimmt. Bergamotte und Vetiver. Vetiver ist so eine Note, die ich eigentlich sehr gerne mag. Ja. Kommt aber auch nie so oft vor. Ja, Tom Ford hat einen Duft, der nur Vetiver drin hat. Als Basisnote dann ganz am Ende Ambranoten, Rose, Patchouli und Oud tatsächlich. Wir können jetzt mal das Ganze testen. Ich finde insgesamt so das Label sieht aus. Wirklich gut aus. Wirkt da auch ein bisschen. Was, ja, ne? es erinnert auch ein bisschen an das Tesla-Logo. Aber nur der Name, Telea. Ach so, sieht das Design nicht so aus? Nein, bei den anderen sieht das immer anders aus. Nein, nur ich mein, diese Telea, nee, sieht. Aber Tesla ja tatsächlich. Also das Logo von so Tesla. Ja. Okay. Also ich muss sagen, insgesamt würde ich diesen Duft wahrscheinlich für den Sommer empfehlen, auch wenn er hinten raus ein paar, ja, sehr warme Noten hat. Ist vielleicht ein Ganzjahresduft. Aber schon recht süß, muss man sagen. Süß, ja? Süß, ja. Ich finde ihn eher frisch, süß nicht. Ja, der ist frisch, doch, der hat schon eine süße Note. Also zum Beispiel Erbapura ist frisch, das ist ja nicht frisch. Erbapura ist süß. Ja, was hast du gesagt? Erbapura ist nicht frisch. Süß. Süß, ich finde ihn nicht süß. Ist das nicht süß? Nee. Vom Alter her, würde ich sagen, kann man den eigentlich in jedem Alter tragen. Er ist halt sehr, sehr teuer. Eau de Parfum, extra Eau de Parfum. Von daher, ja. Was bedeutet das eigentlich? Nochmal die Duftöl- und Konzentration ist nochmal höher. Ja. Das ist der teuerste Duft. Wir machen jetzt erstmal weiter mit einem Duft, der eigentlich nur für Leute ist, die meinen Geschmack haben. Von daher, wir machen jetzt weiter mit einem Duft auch von Tiziana Terenzi. Vor genau 2 Wochen ist dieser Duft hier rausgekommen, in komplett schwarz. Der Name ist auch schon echt super. Nero Oud von Tiziana Terenzi. Und allein das Flakon ist auch wieder traumhaft schön. Ich finde diese, also das in schwarz komplett, das sieht richtig nice aus. Ja, also wir haben auch ein paar Fotos schon mal damit gemacht. Es ist, also wenn man es so im Schrank stehen hat, sieht es echt top aus. Wie der Name schon verrät, ist halt Oud mit da drin. Dieser Duft liegt jetzt aktuell bei 280 Euro. Mhm. Wir haben hier drin Magnolie, bulgarische Rose, Safran in der Kopfnote, danach Zeder, Holz und Veilchen. Und als Basisnote natürlich Oud, Moschus, Vanille, Sandelholz und Patchouli. Insgesamt ist der Duft halt, wie der Name schon sagt, sehr, sehr dunkel. Aber was? Also ich muss sagen, dass ich das jetzt gerade gerochen habe, dachte ich mir so, wow, es riecht so richtig nach diesem neuen Lederauto. Weißt du, so wenn du ins Auto einsteigst und dieses neue Leder, aber es ist ja gar kein Leder dabei. Was riecht denn so ähnlich? Ist das Amber oder? Also Amber ist tatsächlich, geht in aber die weißt, Richtung. Was ich meine? Aber der ist, also dieses Sandelholz meinst du wahrscheinlich dann. Ja, aber weißt du, was ich meine, wenn du so, du steigst ein neues Auto rein, nagelneu und es ist komplett aus Leder und es riecht genau dann so. Also ich rieche da schon sehr deutlich Oud raus. Also es ist halt, hat nicht diesen animalischen Charakter, sondern wir haben hier ein sehr, sehr gefälliges Oud, das halt mehr so nach dem Vintage-Charakter riecht. Also wie nach alten Leder. Wenn man so ein altes Buch aufklappt, so riecht das dann. Ne? Okay. Ja, ja, genau, das ist auch. Insgesamt, der Duft ist schon eher für jemanden gedacht, der schon vielleicht... Also wenn man einen arabischen Duft sucht, dann ist das... Auf jeden Fall das Einzige, also das ist etwas Originales, so riechen arabische Düfte. Stimmt. Also ich finde, das kann man auch ruhig im Büro tragen. Das ist jetzt kein Duft, was sehr unangenehm riecht. Daher ist es jemand auf jeden Fall, der schon im Büro vielleicht... Ja, ich würde auch sagen, also so unter bisschen, 25 Jahre wird das schon schwer. Ja, ein schwer. Bisschen schon so im berufstätig ist. Also 25 bis, also 25 angefangen und dann danach gibt es Open End. Aber das ist schon eher ein Duft, wo man... ein bisschen älter sein muss. Ja, ich würde ihn auch abends natürlich tragen, kommt ein bisschen auf die Dosierung an. Ich hatte ihn jetzt 2 Tage schon mal auf der Haut, muss sagen, ich bin sehr zufrieden, die Performance ist exzellent.
Von daher, falls ihr einen arabischen Duft sucht, probiert das mal aus. Aber sonst, wenn ihr Tiziana Terenzi mögt, wäre das eine gute Alternative. Wir machen jetzt weiter mit einem meiner Favoriten Neuerscheinungen. Und zwar gibt es dieses Parfum in ganz verschiedenen Größen und Preisklassen. Also dadurch natürlich, wenn es klein ist, günstiger. Angefangen bei 39 Euro und zwar die Marke heißt Histories of Parfum. Ja, und wir haben jetzt hier This is not a blue bottle. Die sehen alle so aus. Blue. Genau, und fangen bei 1.1 an und wir haben hier die Version 1.2. Hier sind so ein paar blaue Kleckse dann drauf. Und die gibt es dann als diese Travel-Größe mit 15 Milliliter, was mega, mega praktisch ist. Und ich finde, die sind einfach auch, also statt Tester, extrem eine gute Alternative. Ne? Also wenn man für 39 Euro so einen tollen Duft bestellt und das einfach dann für sich testet, um dann später die größere Größe natürlich zu bestellen. Ja. 15 Milliliter passen auch ins Sakko rein oder ins Auto. Ist eigentlich dafür selbst sehr, sehr in einen Handgepäckkoffer. Wir haben jetzt hier die Version 1.2 von allen. Also ich bin 1.1 und 1.2 sind so meine Favoriten. Wir können jetzt mal hier anfangen. Insgesamt ist diese Richtung des Parfums oder von dieser Marke, diese This is not a blue bottle, eine sehr, sehr moderne Variante. Die arbeiten viel mit, denke mal, so synthetischen Neuentwicklungen von Duftrichtungen. This is not a blue bottle 1.2 ist gebeugtes Licht und glitzernde Explosion. Der Ursprung von neuer Energie. Aus dem pulsierenden Blitz entwickelt sich This is not the blue bottle 1.3 und so geht das dann weiter. Wir haben hier als Inhaltsstoffe rosa Pfeffer, Flieder, Maiglöckchen, Sandelholz, Vanille und weißer Moschus. Ich kann es euch nur schwer mitteilen jetzt übers Bild, das aber ich sage, das ist wirklich einer meiner Favoriten. Wirklich. Der ist also, sehr lecker. Der Herbert hatte das neu mitgebracht. Ich kannte die Marke überhaupt nicht. Also ich wusste gar nicht, dass es die gibt bei ihm im Programm. Jemanden, der auch unter 18 Jahre ist. Ja, das ist absolut. Also das ist von bis. Also hier kann sehr frische Dufte, die sind eigentlich alle sehr frisch. Aber auch, also es ist ein frischer Duft, ist jetzt komplett was anderes als dieser Oud-Duft. Also es geht gar nicht in diese schwere Richtung. Er ist aber sehr, sehr lang anhaltend. Wir haben auch hier Eau de Parfum. Ein kleines Detail, was man noch sagen kann, ist, dass die Kappe auch noch innen drin ein Gewicht drin hat. Also selbst die Kappe ist jetzt nicht leicht, sondern auch die hat ein sehr hohes Eigengewicht. Also sie haben sich hier Mühe gegeben, dass alles sehr hochwertig gestaltet ist von denen. Und das ist von der gesamten Serie eine Sache, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde. Wenn ihr duftbegeistert seid, probiert die mal aus. Eine weitere neue Marke ist tatsächlich Anfass. Diesen Duft kenne ich seit 4 Jahren oder 5 Jahren. Und ich habe immer den Herbert nachgefragt, ob wir es haben können. Ich meine mich entsinnen zu können, dass derjenige, der diesen Duft erfunden hat, der erste zertifizierte Parfümeur in Dubai war. Oh, ja, das ist Asim Al-Qasim oder so heißt er. Okay. Also das ist wirklich eines der schwersten Flakons, die wir jemals in unserem Online-Shop angeboten haben. Also die Flasche ist wirklich sehr, sehr schwer. Und ich finde auch so ein bisschen diese leichte Vintage-Touch hat das Ganze. Ne? Auch wenn man die anderen Düfte sich anschaut, das ist schon so diese, also ganz originell, komplett was anderes. Fast. Und aus der Duftreihe haben wir hier Salam, das heißt sowas wie Hallo. Und ich wollte mal mit dem Duft anfangen. Es gibt viele tolle Düfte und ich werde sie Schritt für Schritt aufarbeiten, aber das ist, denke ich mal, derjenige, mit dem ihr am meisten anfangen könnt. Wir haben hier Mandarine, Bergamotte als Kopfnote, Ambra als Herznote, Jasmin, Magnolie, Sandelholz und Moschus. Das heißt, es ist so ein Mix aus Blumen zusammen dann doch mit einem hohen Volumen. Also das heißt, der Duft ist dann schon sehr raumausfüllend. Er ist schon aber ein bisschen schwerer. Aber der geht schon, wollte ich gerade sagen, der geht schon in deine Richtung. Ne? Also den Duft, den du gerne trägst, ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwer, ein bisschen spezieller. Salam heißt Hallo und stellt in erster Linie den Kontakt her. In der Hitze eines sonnigen Tages kommen sich zwei füreinander bestimmte Menschen auf der Straße entgegen. In dieser schmalen Straße, weit ab von der geschäftigen Innenstadt, fällt dem Passanten jedoch noch so ein kleines Detail ins Auge. Der Duft nach frischem Obst strömt aus den Häusern. Das liebliche Aroma von Schnittblumen erfüllt die Luft. Toller, toller Duft, liegt aktuell bei 220 Euro und ich denke mal, für diese Duftintensität, da könnt ihr wirklich, also wenn jemand Parfum begeistert ist, dann wird er hier eine komplett neue Welt erleben. Wir haben hier jetzt sogar Duftölanteil von 25%. Toller, toller Duft und probiert das mal aus. Extrem schön designt und liebevoll. Also ich freue mich sehr, dass wir
das zurzeit anbieten können. Endlich bekommen haben. Endlich bekommen haben. Endlich bekommen haben. Heute der einzige Duft von dem Haus Xertschow ist Apollonia. Ja, ganz tolles Design von der Flasche her. Ist auch das einzige, welches ja so vom Aussehen her von Xertschow hergestellt wird. Dieser Duft ist mal was ganz anderes. Das haben wir, also habe ich in der Duftserie so noch nicht vorgestellt. Also nicht so wirklich typisch Xertschow-Düfte, ne? Da, man ja, doch jetzt schon. Kennt. Ja, also gibt es schon in der Richtung, aber normalerweise mir gefällt sowas eher weniger. Wir haben jetzt hier eine ganz andere Duftrichtung als all das, was wir vorher probiert haben. Wir haben hier. Aber das konnte schon eine Frau tragen, oder? Ich hatte es auch. Ja, ich hatte das auch mal in einer Damenkollektion gesehen. Ich hatte ihn jetzt, ich glaube, ich habe ihn insgesamt dreimal getragen. Also mir hat er auch gefallen. Wir haben hier für 42 Euro weiße Blumen, das riecht man sehr deutlich raus. Dann Iris, Butter, weißer Moschus. Also es ist sehr, sehr, sehr simpler Duft von den Inhaltsstoffen, aber er entfaltet sich immens. Also auf der Haut ist er bei jedem ganz unterschiedlich und ich hatte bei YouTube schon gesehen, dass Frauen den in der Kollektion haben, aber genauso gut Männer. Von der Duftbeschreibung her hat Xertschow folgenden Text verfasst. Von jeher ist die Menschheit fasziniert von der Unendlichkeit und dem ursprünglichen Geheimnissen des Universums. Als am 16. Juli 1969 die bemannte Raumfahrtmission Apollo 11 startete, hielt daher die gesamte Welt spannend den Atem. Zum ersten Mal würde ein Mensch den Mond betreten. Meinst du, so riecht er eine andere Planet? Ja? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber grundsätzlich muss man sagen, das Flakon sieht aus wie ein Mond. Wie die Mondoberfläche. So ein Stein irgendwie aus der. Und eigentlich ist das Thema ja schon sehr männlich. Von daher im Kontrast. Stimmt. Komisch, dass sie so. Apollo mit Omega und so auch. Mhm. Ist, ne, wenn man das Ganze, also diese Event so miteinander jetzt verbindet. Also ich sehe den Duft in jedem Fall für den Sommer, für sonnige, schöne Tage. Und dann würde ich auch sagen, dass man ihn eigentlich die ganze Zeit tragen kann, aber besonders an Sonntagen würde ich vielleicht den Duft empfehlen. Wie gesagt, mein absoluter Lieblingsduft aktuell gefällt mir sehr, sehr gut. Was ganz Neues, aber gerade von Xertschow. Von daher schaut gerne bei uns im Onlineshop vorbei. Alle Düfte sind auch in der Beschreibung verlinkt. Und falls ihr einen Lieblingsduft habt oder die Düfte schon kennt, schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher von denen euch denn am besten gefällt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit ein paar anderen Neuvorstellungen aus unserem Portfolio.